Ja, hallo zusammen. Hier jetzt auf einem sehr leichten Standort ist es sehr gut hoffentlich zu erkennen, wie die Sternräume, das bisschen Gras, was wir noch gestern abgeschnitten haben, und die Organik zwischen die Reihen reinschieben. Und wir dann mit schönem Schardruck fahren können und die Reihen relativ sauber sind von Organik und wir trotzdem halbwegs Erosionsschutz zwischen den Reihen haben, trotz der intensiven Bearbeitung. Ja, die Farmflex-Rollen von der Furrowforce, von Precision Planting, drücken das Korn nochmal sehr schön von oben an. Seitlich ist der Saatschlitz gebrochen mit den Sternen von Furrowforce, sodass die Wurzel auch wieder schön rauswachsen kann. Das ist das Bedienteil, wo ich hinten den Druck auf die Schließrollen bzw. auf den Luftbalg, der die drückt, einstellen kann. Also wir fahren irgendwo immer so zwischen 60 und 80 PSI, wie es halt bei den Amis so ist. Ja, und es ist schwer zu erkennen, aber wir haben jetzt wirklich klasse Bodenschluss, ist hier natürlich leicht auf dem sandigen Standort, auf dem tonigen Standort bei mir zu Hause, muss man ein bisschen langsamer fahren. Ich fahre jetzt im Moment mit knapp 9 km/h. Wir fahren je nach Bedingungen zwischen 7 und 8. Sonst, damit wir das Korn wirklich sauber ablegen. Da geht einfach dann Qualität vor Quantität. Kurz was zum Unterfußdünger, weil wir haben dieses Jahr bis auf wenige Hektar komplett auf Stickstoff und Phosphor verzichtet. Wir haben hier ein Alpenprodukt, nennt sich Alginur, ist von einer Schaumann-Tochter auf Alpenbasis. Es ist noch drauf Bor, Zink und Schwefel, also eigentlich das, was der Mais zur Jugendentwicklung braucht, und wir versuchen damit Stickstoff und insbesondere Phosphor unterfuß zu verdünnen. Wir sind hier auf dem Schlag im Wasserschutzgebiet. Ja, wir dürfen hier maximal 40 Kilo N zur Saat bringen, entweder aus Gülle oder mit mineralischen Unterfußdüngern. Wir haben es mit Gülle jetzt gemacht zur Saat. Und ja, auch im Wasserschutzgebiet nicht erlaubt Glyphosat, verschiedene andere Pflanzenschutzwerkstoffe. Ja, das mal zur Info. So, hier noch eine kurze Erklärung. Also anstatt der klassischen Schließrolle ist jetzt hier hinten dieses Furrowforce und Precision Planting dran. Wir haben praktisch links und rechts ein Sternrad, das den Saatschlitz seitlich nochmal bricht, dass die Wurzeln raus können. Da kann man mit ihrem Schardruck fahren. Und hinten haben wir dann so Farmflex-Walzen, die das wieder rückverfestigt. Dass das Korn trotzdem gut eingebettet ist. Ja. Und hier ist noch ein Versuch, anstatt der Metalldruckrolle hier unten, das ist das Teil von Precision Planting, Smart Firma nennt sich das. Ja. Müssen wir mal schauen, wie es vom Feld aufmachen ist. Also der, ich kann über den Smart Firma dann auch Flüssigdünger einbringen in Saatschlitz. Ich kann hier das Sensor noch drin. Feuchtigkeit messen, organisches Material, dass, wenn ich Richtung Direktsaat gehe, wenn ich zu viel Organik reindrücke in Saatschlitz, ja, dann kann ich da reagieren. Ich kann theoretisch den Druck automatisch steuern. Ja, alles Mögliche. Ja, und jetzt möchte ich euch noch kurz das zeigen hier. Also wir schieben mit den Sternräumern praktisch alles Grobe zwischen die Reihen rein. Haben hier dann einen schönen Saatschlitz. Und ja, also das ist perfekt. Da unten ist feucht. Und ja. Also das Korn ist da, wo es hin soll. Und wir haben jetzt hier halt auch quer zum Hang immer wieder
ein bisschen Erosionsschutz. Ja. Das grobe Material liegt hier drin, die Organik liegt zwischen den Reihen. Also so gefällt es mir eigentlich sehr gut. So, letztes Zipferle. Maisaussaat 2022. Halleluja. 125 Hektar geschafft.